bin schon sehr gespannt, weil ich habe auch noch nie outdoor einen Vortrag gehalten. Aber ich denke, es kann ein interessantes Ambiente sein, weil einfach auch bei so einer kleinen Gruppe von Zuhörern vielleicht eher es zu einer Diskussion kommt und es kein Monolog ist. Wir gehen eigentlich so an die Sache ran, dass Produkte angeschaut werden, was kann man verbessern und quasi neu entwickeln und zeigen dann erst auf, wo ist eigentlich das Problem mit bestehenden Produkten und was ist unsere Lösung dafür. Ja, ich glaube, dass es in unserem Fall schön ist, an Beispielen zu zeigen, wie kann man Innovationen vermarkten, denn es war ja nicht so, dass wir am Anfang, wie wir 2000 in Österreich begonnen haben, dass uns alle mit offenen Armen empfangen haben, sondern wie bei vielen Innovationen musste man zuerst einmal Überzeugungsarbeit leisten, dass das auch jemand brauchen kann. Ich denke, dass es grundsätzlich gut ist, dass man sich dem Thema annimmt, weil wir werden nicht wie die Chinesen hergehen können und alles kopieren, was am Markt ist, sondern es wird notwendig sein, zu forschen und zu entwickeln. Und wenn man sich anschaut, wie Unternehmen mit Innovationen erfolgreich sein können, zeigt es, dass das sicher einen Sinn macht, da zu investieren.